Hallo, herzlich willkommen zu einem Erklärvideo der Reihe Musterlösung Grundschule SH Datenablage online nutzen. Dieses Video richtet sich an Lehrkräfte von Schulen, an denen die Musterlösung Grundschule, die unterrichtliche IT-Lösung des IQSH, eingerichtet ist. Thematisch geht es in diesem Video um die Nutzung der schulischen Datenablage von zu Hause oder einem anderen Ort außerhalb der Schule. Zum Beispiel, um Schülerinnen und Schülern sowie Eltern Materialien zum Download bereitzustellen. Ob die Datenablage Ihrer Schule für die Online-Nutzung freigegeben wurde, erfahren Sie von Ihrer Schulleitung bzw. dem oder der Medienbeauftragten Ihrer Schule. Die Videoreihe besteht aus drei Teilen. In Teil 1 wird gezeigt, wie man sich an der Datenablage anmeldet, sowie Material herunterlädt und hochlädt. Wie man Einträge kopiert, verschiebt, umbenennt, löscht, öffnet sowie Ordner erstellt, erfährt man in Teil 2. Im letzten Video wird gezeigt, wie man Materialien für Schülerinnen, Schüler und Eltern freigibt und öffentlich bereitstellt. Sie sehen jetzt das dritte Video. Hier wird die Freigabe und öffentliche Bereitstellung von Materialien erklärt. Es geht dabei um die Bereitstellung von Materialien für Schülerinnen, Schüler sowie Eltern. Dazu werden für bestimmte Ordner auf der Datenablage sogenannte Freigaben angelegt. Alle Personen, die den zugehörigen Freigabelink erhalten, können dann die betreffenden Materialien herunterladen. Wichtig ist es dabei, dass Freigaben ausschließlich im Ordner öffentlich eingerichtet werden und nie in den schulinternen Ordnern Daten oder Lehrer. Dort kann es ansonsten passieren, dass versehentlich Dateien und Ordner freigegeben werden, die ausschließlich für die schulinterne Nutzung vorgesehen waren. Um einen Freigabelink zu erstellen, wechselt man zunächst in den Ordner Öffentlich. Wenn dort noch kein eigener Klassenordner vorhanden ist, kann dies über den Menüpunkt Ordner erstellen nachgeholt werden. Ich möchte für den vorhandenen Ordner der Klasse 3a eine Freigabe erstellen. Dazu noch ein Hinweis: Erst wenn eine Freigabe bzw. ein Freigabelink erstellt wurde, können Schülerinnen, Schüler und Eltern auf den Ordner zugreifen. Zunächst überprüfe ich, ob gegebenenfalls schon eine Freigabe existiert. Dazu rufe ich den Menüpunkt Extras, Verwaltung freigegebener Links auf. In der Übersicht sieht man nun, dass die Klassen 2b und 1a schon einen Freigabelink besitzen. Für die Klasse 3a muss ich also gleich noch einen Link anlegen. Wählt man in der Liste einen Ordner aus, erhält man über den Menüpunkt Bearbeiten eine Detailansicht. Dort findet man dann den Freigabelink, den die Klasse benötigt, um auf den Ordner zugreifen zu können. Ich breche an dieser Stelle jetzt aber ab und schließe die Linkliste. Um eine Freigabe zu erstellen, markiere ich zunächst den Klassenordner, in diesem Fall der 3a, und gehe im Menü auf Aktion und Freigeben. Es öffnet sich dann wieder die Detailansicht. Hier ist nun wieder der Freigabelink, den ich der Klasse nachher zusenden werde. Bei Bedarf kann der Passwortschutz aktiviert werden. Dazu setzt man ein Häkchen bei Sicheren Austausch aktivieren und legt ein Passwort fest. Dann kann der Freigabelink nur mit dem zugehörigen Passwort genutzt werden. Ich verzichte nun aber darauf und nehme das Häkchen wieder raus. Über das Kopieren-Symbol kopiere ich den Freigabelink in die Zwischenablage. Abschließend bestätige ich die Anlage des Freigabelinks mit Speichern. Ich öffne einen neuen Browser-Tab und füge über die Tastenkombination STRG und V den Link aus der Zwischenablage in die Adresszeile ein. Es wird nun die Download-Seite geladen, die später Schülerinnen, Schülern und Eltern angezeigt werden soll. Jeden Freigabelink sollte man unbedingt vor dem Verschicken nochmals prüfen. Bei mir im Beispiel ist jetzt alles korrekt. Es tauchen nur die benötigten Wochenaufgaben auf und stehen zum Download bereit. Personen, die den Link erhalten, können auf der Seite lediglich den gesamten Ordner beziehungsweise bei Auswahl eines Materialeintrages die jeweilige Datei herunterladen. Weitere Möglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. Abschließend soll der Freigabelink nun noch in eine Mail an die Klasse kopiert werden. Dazu öffne ich die E-Mail und füge den Link wieder über die Tastenkombination STRG und V ein.
Mit diesem Link können die Empfängerinnen und Empfänger nun die Materialien herunterladen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und Sie können die vermittelten Inhalte für die Organisation Ihres Unterrichts gebrauchen.